Herzlich willkommen, liebe Elektronikfans. Heute sind wir wieder hier und es gibt jede Menge Informationen für euch. Ein ganz spannendes Thema haben wir mit im Gepäck und zwar geht es um das Thema Karten. Neben mir steht mein Kollege, der Panos. Hallo Jan, grüß dich. Und zusammen werden wir euch durch dieses Thema führen. Warum Karten? Auf jedem Boot ist eigentlich der Plotter das Herzstück der Elektronik. Und dieses Herzstück braucht natürlich auch Futter und vor allem Karten, weil niemand mehr oder sehr wenige noch mit normalen Seekarten navigieren. Das heißt, es wird sich schon sehr stark auf die Elektronik verlassen. Und wir haben verschiedenes Kartenmaterial und das hat sich auch geändert. Anfang des Jahres haben wir neues Kartenmaterial rausgebracht und da ist es uns wichtig, dass wir euch nochmal die Unterschiede erklären können, damit ihr auch wisst, welches Kartenmaterial von Garmin ist das Richtige für euch. Und grundsätzlich können wir zwischen zwei Kartenmaterialien unterscheiden. Wir haben zum einen die neuen Garmin Navionics Karten. Diese Garmin Navionics Karten könnt ihr entweder in Garmin Navionics oder Garmin Navionics Vision Plus Karten erwerben. Zum anderen haben wir die Garmin Blue Chart G3 Karten. Die gibt es auch wieder in G3 oder in G3 Vision. Der Unterschied der beiden Karten ist folgender. Wir haben vor ein paar Jahren Navionics gekauft und wir haben das ganze Kartenmaterial, das Navionics als Marktführer zur Verfügung hatte, haben wir in unsere Karten integriert. Bis dato war es so, dass diese G3-Karten immer ja, einmal, zweimal im Jahr geupdatet würden. Wir haben das jetzt so, dass wir auf den neuen Garmin Navionics-Karten tägliche Updates haben. Das heißt, wenn es irgendwelche Änderungen gibt, nautische Änderungen, die von Relevanz sind, habt ihr die sofort auf diesem Kartenmaterial drauf. Und bei den neuen Karten ist es auch so, dass ihr quasi ein Abonnement habt. Ihr kauft die Karte und ihr habt dann ein Jahr kostenlos die Updates umsonst. Und wir haben bis zu 5000 Updates täglich, die wir einspielen. Das ist natürlich ein großer Vorteil und das ist auch ein Hauptthema, wenn ihr die neue Karte kauft. Das gab es bei der alten Karte soweit nicht. Wir haben das Auto-Guidance entsprechend verbessert. Wir haben statt Auto-Guidance jetzt Auto-Guidance Plus. Das ist nochmal präziser, bezieht nochmal mehr Parameter ein und nochmal verlässlicher. Wir haben die Satellitenbilder verbessert, wir haben verschiedene Ansichten verbessert. Das heißt, das ist eigentlich so diese neue Karte, die wir empfehlen. Und was muss man jetzt da beachten? Ihr seht schon so ein bisschen hier unten, es gibt natürlich verschiedene Geräte und da werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen, auf die Kompatibilität der Geräte, für welches Gerät auch welche Karte geeignet ist. Wir haben hier Altgeräte, wir haben hier, ihr seht ein Handgerät oder die Uhr an meinem Handgelenk. Dafür ist zum Beispiel dann die G3-Karte geeignet und für die neuen Geräte ist die Garmin Navionics-Karte geeignet. Der Unterschied zur Vision Plus immer ist, dass auf der Vision Plus sind noch Satellitenbilder und mehrere Ansichten oder auch Relief-Shading inkludiert. Die sind jetzt bei der Standardkarte, bei der Garmin Navionics-Karte nicht inkludiert. Aber wichtig, Autopilot ist bei beiden Karten drin. So, jetzt habe ich aber relativ viel, schnell und lange gesprochen. Jetzt möchte ich natürlich auch von Panos wissen, ich war jetzt gerade bei meinem Garmin-Händler des Vertrauens, der ist bei uns relativ einfach zu erreichen, habe mir die Karte gekauft und wie kriege ich jetzt diese Karte auf einen 923er, auf ein neues Gerät drauf? Was muss ich da tun? Genau, vielen Dank, Jan. Es ist eigentlich sehr einfach, ja, wenn man die Karte warm hat, also beim Fachhändler, dann legt man also die Karte einfach nur in das Gerät ein, in den laufenden Betrieb, also wenn der Plotter schon eingeschaltet ist. Und dann zeigt das Gerät sofort auch eine Reaktion, also dass eine neue Karte erkannt wird. Ja, dann kommt nochmal eine Sicherheitsabfrage, ja, zu den AGBs. Wenn wir die dann bestätigen, sehen wir dann auch, welche Karte wir erworben haben. Also hier die Bezeichnung DVEU 923L und den Status inaktiv. Was bedeutet Status inaktiv? Das bedeutet, dass die Karte erst einmal aktiviert werden muss, damit der Nutzer auch diesen Zugriff hat auf diese täglichen Updates. Das ist ja eine wichtige Info. Das heißt, wenn ihr euch die Karte kauft am Handel, kann es nicht passieren, dass ihr euch eine alte Karte kauft, weil die Karte erst mit der Aktivierung dann quasi anfängt, das Abonnement zu berechnen. Das heißt, das eine Jahr wird erst mit Aktivierung dann quasi angezählt und kann ich dann natürlich zu Saisonbeginn entsprechend starten. Genau.
Welche Möglichkeit gibt es also, ja, die Karte zu aktivieren? Also ja, es gibt nur eine Möglichkeit, nämlich über die Active Captain App kann man also ja die Karte freischalten, was dann auch eigentlich diesen Zugriff auf die täglichen Updates ermöglicht, ja. Um die Karte zu aktivieren, muss man erst einmal die Karte registrieren in der Active Captain App. Das ist sehr einfach, wie du auch vorhin im Video gezeigt hast. Man muss dann die Verbindung zwischen mobilen Gerät, also zwischen dem Smartphone oder Tablet, mit dem Gerät schaffen. Und dann wird auch die Karte erkannt und sofort auch registriert neben dem Gerät. Das möchte ich euch mal kurz zeigen. So, man verbindet sich. Die Karte kann aber an sich schon, wenn wir die jetzt eingelegt haben, die kann schon genutzt werden. Ah, jetzt habe ich natürlich ein bisschen hier oben. Die darf schon genutzt werden. Das heißt, ich sehe sie jetzt hier schon mit der Abdeckung. Genau. Also man sieht auch schon den Abdeckungsbereich der Karte, die kann genutzt werden. Bloß diese Aktivierung ist dann für die Freischaltung der täglichen Updates. Genau, dann verbinden wir uns einmal mit dem Plotter. Kommunikation, WLAN, genau, man muss das WLAN wieder entsprechend anschalten. Und das WLAN sucht man dann in seinem iPhone, da verbindet man sich dann entsprechend auch mit dem WLAN, dass man dann quasi das mit Active Captain synchronisieren kann und auch das Abo freischalten kann. Genau. Wir haben uns schon verbunden. Wir haben, wenn man einmal die Verbindung hergestellt hat, dann wird die auch immer automatisch, wenn man das WLAN einschaltet, dann wird automatisch dann immer mit dem Plotter verbunden. Sehr gut. Dann starten wir, wenn man sich verbunden hat, einfach die Garmin Active Captain App auf dem mobilen Gerät. Dann sieht man schon, mit dem Verbinden läuft dann die automatische Synchronisierung mit dem Kartenplotter. Das bedeutet, Wegpunkte, die jetzt auf dem Plotter gespeichert sind, Seekarten oder ähnliches, das wird dann immer mit dieser Kartenübertragung, Aktualisierung quasi dann auch auf die App automatisch mit eingespielt. So, und nachdem jetzt die Synchronisierung mit dem Plotter abgeschlossen ist, findet man die Karte auch auf der App. Dann geht man dann hierfür einfach in das Menü, meine Karten. Und hier erscheint dann also ja die neu registrierte Seekarte. Der Nutzer bekommt dann die Abfrage, das Abonnement zu aktivieren. Und wenn man das gemacht hat, dann stehen auch immer hier die Bezeichnungen neben den Seekarten aktiv oder je nachdem inaktiv. Unter den Hinweisen findet man auch noch also ja das Datum, also ja, wie lange diese täglichen Updates noch für den Nutzer zur Verfügung stehen. Ich glaube, das hat ja noch einen anderen Benefit, wenn man die Karte registriert und alle Plotter registriert sind, dann kann ich ja auch mit einer Karte quasi auf den anderen Plottern die nutzen. Richtig, also ja, man kann eine registrierte Karte bis zu 10 registrierten kompatiblen Kartenplottern im Konto dann mit der Karte nutzen. Was machen wir jetzt? Ein Kunde, der ist jetzt gerade auf dem Wasser, der hatte jetzt irgendwie noch keine Seekarte drauf, hat er vergessen. Was gibt es denn dann für Möglichkeiten? Ja, schwierig dann Fachhändler also ja irgendwie gerade in der Nähe zu haben. Es gibt dann also ja hier noch eine tolle Funktion. Man kann auch eine Karte direkt über die Active Captain App via Download erwerben. Auch sehr einfach, also ja, in 2 Schritten erledigt. Man öffnet also die App, meine Karten, und dann gibt es hier unten den Reiter Kartenabonnement hinzufügen. Man klickt dann hier drauf und dann bekommt man einige Kartenvorschläge. Das sind ja meistens dann immer die meistgenutzten Karten, die hier vorgeschlagen werden. Aber wenn man die passende also hier nicht dabei hat, dann gibt es oben rechts die Option weitere suchen. Dann klickt man hier drauf und man gelangt dann auf eine interaktive Kartensuche. Man tippt dann einfach nur auf die beliebige Stelle, nehmen wir hier mal den Punkt, und dann blendet die App obendrauf, dass jetzt 2 Karten dieses Gebiet abdecken. Man sieht dann zum Beispiel jetzt die verfügbaren Karten. Man kann dann die gewünschte Karte auswählen und dann quasi den Download, den Kauf starten. Perfekt. Und dann habe ich die Karte auf dem Handy. Wie geht es dann weiter? Wie geht die Karte dann? Wird die komplett auf den Plotter rübergeladen oder wie muss ich dann weitermachen? Es wird nicht die komplette Karte runtergeladen, weil das Handy hat dann auch also ja immer ein begrenztes
eine begrenzte Speicherkapazität. Und man hat dann also die Möglichkeit, einzelne Bereiche herunterzuladen oder diese Bereiche dann also, ja, je nachdem, wo man unterwegs ist, immer vervollständigen, ja, und hinzufügen. Das ist dann auch sehr einfach. Man wählt dann also hier einmal die Karte. Man zoomt dann in das Gebiet rein, wo man Daten runterladen möchte. Unter Karten herunterladen. Dann sieht man auch hier diesen blauen Bereich. Also ja, alles, was jetzt hier in diesem Bereich reinläuft, kann man auch runterladen. Man kann also dementsprechend dieses Feld verkleinern, vergrößern. Und wenn man das Ganze fixiert hat, dann geht man einfach nur mal auf Herunterladen. Wenn man jetzt irgendwie noch mit dem Plotter gekoppelt ist, man bekommt dann auch also die Meldung, also ja, dass der Download eigentlich nur über ein WLAN, über eine stabile Internetverbindung also möglich ist. Also ja, man muss dann also noch mal zurückgehen, sich mit dem WLAN verbinden, also das WLAN des Hafens, so sage ich auch von daheim, und dann also diesen Download durchführen. Oder man kann natürlich über sein Handy-Netzwerk dann 5G, wenn man einen guten Empfang hat, kann man genau, darüber runterladen. Genau, wenn man einen guten Empfang hat, also ja, dann gibt es auch keine Einschränkungen. Was wichtig ist, glaube ich, noch, wenn man die Karte über die App kauft, dann ist es nicht so nach einem Jahr, dass ihr die Karte nicht mehr nutzen könnt. Ihr könnt die weiterhin nutzen, aber ihr müsst ein bisschen aufpassen. Nach einem Jahr, es werden nur die Karteninhalte, die ihr runtergeladen habt und auf dem Plotter überspielt habt, die könnt ihr weiter nutzen. Also wenn das Abonnement abläuft und ihr sagt, oh, ich möchte doch nochmal einen größeren Bereich runterladen, macht es auf jeden Fall, bevor die Karte abläuft, dass ihr da die letzte Version und die Abdeckung habt, die ihr dann auch benötigt. Richtig, ja, Jan, also ein netter Einwurf oder ein kleiner Tipp und so, ja, man bekommt ja so hier die Möglichkeit, also ja, wann das Abonnement abläuft und wenn der Nutzer dann einen Tag vor Ablauf über Garmin Express, also die komplette Karte, auf eine handelsübliche SD-Karte runterlädt, dann hat er auch hier den kompletten Bereich nochmal also für seinen Plotter. Er hat aber leider nicht die täglichen Updates, wenn das Abonnement abläuft. Aber das ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich über Garmin Express mir dann einfach die Karte nochmal im Kompletten runterlade, dann habe ich ja die Thematik eigentlich, dass ich jede Kachel fürs Einzelne, habe ich da ja dann gar nicht. Genau, ja. Also diese Thematik, also mit den einzelnen Kacheln, das ist dann natürlich, also ja, hier Notlösung, man ist unterwegs, also man braucht da so schnell eine Karte, man ist dann also ja in einer kleinen Bucht unterwegs, also ja, oder ein kleines Fahrgebiet, dann hat man also ja hier mit den Kacheln die Möglichkeit, also ja, schnell mal nur dieses Gebiet herunterzuladen, ohne auch den Speicherplatz, also des mobilen Gerätes, zu belasten. Und was auch noch ganz gut ist, ihr habt eigentlich ein Konto für alles. Das heißt, euer Active Captain Login ist auch die Garmin Express Login. Richtig. Das heißt, da wird euch die Karte dann auch entsprechend angezeigt in eurem Garmin Express Konto und ihr könntest da eigentlich relativ einfach dann auch die ganze Karte dann runterladen und auf eine SD-Karte abspeichern. Genau, also mit der Nutzung der gleichen E-Mail-Adresse wird ja auch diese Verknüpfung zwischen den verschiedenen Konten geschaffen. Und es ist dann natürlich also ja easy to use, ja. Cool, dann würde ich sagen, wir schauen jetzt uns noch kurz auf die Garmin Homepage. Da schauen wir uns an, wie die Kompatibilitäten sind, dass ihr dann auch die richtige Karte und die richtige Abdeckung für euch findet. Kommen wir nun zum letzten Teil. Wie finde ich die passende Karte für meinen Kartenplotter? Jan wird uns also hier mal was Nettes zeigen. Jan, wo finde ich denn überhaupt? Also so eine Kompatibilitätsliste, existiert sowas? Ja, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wir haben ja einmal das Thema gehabt, dass wir jetzt über die App, über Active Captain, die Karte gesucht und gefunden haben mit Gebietsabdeckungen. Manche Kunden möchten aber, wir müssen auf jeden Fall immer prüfen, ist unser Gerät überhaupt kompatibel? Und dann möchten manche vielleicht auch noch sehen, okay, ist mein Fahrtengebiet jetzt auch so dargestellt, dass es für mich passt? Und es gibt ja immer gewisse Punkte, wo man Wert drauf legt, die einem wichtig sind und die möchten das kurz prüfen. Und darum gehen wir einfach kurz auf unsere Homepage. Wir haben die für euch schon offen. Findet man ganz einfach unter dem Marinebacken und dann hat es hier Seekarten. Da gehen wir zum Shop. Und eigentlich der erste Punkt kann man nicht übersehen, Kartenkompatibilität. Und wenn wir hier runter scrollen, da seht ihr das schon gleich, mit welches Gerät mit welcher Karte kompatibel ist. Und da müsst ihr euch einfach ein bisschen durchscrollen und schaut dann, okay, welches Gerät passt jetzt? Kann ich die G3-Karte verwenden oder kann ich die Garmin Avionics-Karte verwenden? So, das ist also das Erste, was ihr geprüft habt. Wenn ihr das jetzt geprüft habt und ihr wisst, dass das Gerät beide Karten kann, dann können wir jetzt erstmal auf die neuen Garmin Avionics-Karten gehen.
einfach auf jetzt kaufen. Und das Schöne ist, dass wir seit, ich glaube, Anfang diesen Jahres, angelehnt an dem Navionics Card Reader, haben wir auch Card Viewer, haben wir auch den Card Viewer für Garmin. Das heißt, ihr könnt eingeben, wo ihr hingeht, wo ihr seid. Wir sehen jetzt natürlich, wir sind jetzt in München. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen runter am Bodensee. So. Und ihr seht schon, ihr seht da auch die richtigen Karten. Das ist das Kartenmaterial, das ihr dann auch entsprechend erwerbt. Es ist jetzt nicht die Angelkarte, die ihr da seht. Muss ich gerade mal schauen. Hier könnt ihr zum Beispiel auch umschauen. Umstellen auf Angeln, da sind nochmal viel mehr Tiefenlinien drin. Etwas detailliertere Tiefenlinien immer bei den Angelkarten, genau. Ja, also gerade wenn es irgendwo ein bisschen flacher wird, dann nehme ich selber sogar schon mal die Angelkarten auch als Segler. Ja. Und ich kann jetzt hier genau schauen, okay, das ist das Gebiet, ich bin jetzt am Bodensee, das passt, das ist mein Hafen, passt so für mich. Und ich kriege dann hier auf der linken Seite auch entsprechend angezeigt, welche Karten verfügbar sind. Ich kann dann auf die Karten draufgehen und kann dann auch nochmal hier genau sehen, okay, so ist auch die Abdeckung. Und also hier auf Karte zeigen, und wenn ich jetzt auf Kaufen klicke, dann habe ich das Ganze mir in den Einkaufswagen gelegt. Zack, noch einmal auf die Seite. Da muss ich immer entscheiden, möchte ich die Navionics, Garmin Navionics Plus oder die Garmin Navionics Vision Plus Karte. Vision Plus hatten wir vorher ja schon erwähnt. Was war da nochmal der Vorteil? Bei den Vision Plus haben wir dann nochmal zusätzlich Satellitenbildüberlagerung, Relief Shading und eine 3D-Kartenansicht nochmal on top. Genau, ja. Also ich war jetzt zum Beispiel in Griechenland, in Lefkas. Ich hatte die Vision Plus Karte mit dabei und das war da immer ganz schön. Bevor wir in den Hafen reingefahren sind oder in eine Bucht, hatte ich überall die Satellitenbilder mit drauf. Genau, es gibt dann auch diese Fotopunkte, wo man sich dann vertraut machen kann. Wie ist die Hafeneinfahrt oder nähere Informationen dann abklopfen. Das ist natürlich immer von Vorteil. Genau, das heißt, ich wähle jetzt hier die Karte dann nochmal im letzten Schritt aus. Und dann kann ich sie in den Warenkorb hinzufügen. Es gibt auch die Möglichkeit, die Karte herunterzuladen. Da werden wir aber separat in einem anderen Video nochmal drauf eingehen. Genau. So, wir müssen noch einmal kurz zurückgehen. Dann gehe ich jetzt nochmal ganz kurz hoch. Weil es gibt ja auch den Fall, dass wir erfahren haben, dass unser Gerät, entweder ein Handgerät oder die Uhr oder ein Altgerät, nicht kompatibel mit der Garmin Navionics-Karte ist. Was machen wir dann? Das heißt, da müssen wir ein bisschen scrollen. Hier sind nochmal ein bisschen die Vorteile der Karten beschrieben, was die Karten alles können. Ihr seht hier die Luftaufnahmen. Und dann kommt hier unten Bluechart G3, Küstenkarten. So. Und die Bluechart G3 Karten sind dann quasi die Karten, die für die Altgeräte, für Handgeräte oder für die Uhr entsprechend relevant sind. Lädt jetzt ein bisschen und da müsst ihr die Auswahl dann quasi, könnt ihr das ein bisschen vorselektieren. Er sagt, okay, Europa, könnt auch wieder sagen, die G3 oder G3 Vision und arbeitet euch dann quasi so voran. Seht hier die ganzen Karten, sagen wir, okay, wir wollen jetzt nicht eine Vision-Karte, weil wir haben das Auto-Guidance auch in der G3-Karte mit drin und wählt dann so da eure Karte aus und könnt dann entweder mit der Karte, die ihr hier gefunden habt, zu eurem Händler gehen. Oder ihr kauft sie direkt online. Steht euch, alle Wege stehen euch da eigentlich offen. Genau. An der Stelle noch einmal wichtig zu erwähnen, wir haben ja vorhin gesagt, eine erworbene Karte und eine Karte, die sich in dem Garmin-Konto befindet, die kann bis zu 10 registrierten Kartenplottern, betone ich noch einmal, also ja, genutzt werden, ja. Das bedeutet nicht, dass diese Karte dann, wenn eine Uhr oder ein Handgerät in das gleiche Konto registriert ist, dass die dann auch automatisch, also ja, hierfür freigeschaltet sind. Also da wichtig, immer Karten für die Handgeräte oder für die Wearables, Uhren, nur als Download-Format, nur als G3. Genau. Und ich glaube ja auch, dass die, wenn ich ein Handgerät habe, weil wir ja gerade bei dieser One-Chart-Kompatibilität sind, bei Handgeräten, selbst wenn ich sie als SD-Karte habe, wenn ich das Handgerät mit der Karte registriere, dann ist es nicht so, dass ich jetzt noch zusätzlichen Plotter mit genau, registrieren kann. Genau, die ist dann also bei den Handgeräten immer Seriennummer gebunden und kann dann nur mit diesem einen Gerät genutzt werden. Okay. Richtig. Ja, ich glaube, wir haben jetzt einen guten Update gegeben. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, wie gesagt, ihr habt unten die Kommentarfunktion, schreibt sie euch gerne rein, wir werden die auch gerne beantworten. Wir haben ein Support-Team, wir haben unsere Händler draußen, die euch helfen
und einfach da eure Fragen stellen und wir helfen euch dann auch gerne nochmal die richtige Karte zu finden.